Warum hat mir das niemand früher über Geld verraten? Von Mario Lochner. Wie du finanziell unbesiegbar wirst. In diesem Buch erfährst du, wie du deine finanzielle Zukunft in die Hand nehmen und intelligente Entscheidungen über dein Geld treffen kannst. Wir alle haben Träume und Wünsche, für die wir hart arbeiten und unser verdientes Geld ausgeben möchten. Ein wundervoller Kaschmirpullover, der nächste Traumurlaub in Italien oder ein luxuriöses 5-Gänge-Menü in einem Sternerestaurant. Diese Dinge sind zweifellos verlockend, aber ist es wirklich besser, unser Geld an der Börse zu riskieren? Viele Menschen denken so oder ähnlich und machen damit einen entscheidenden Fehler. Anstatt sich ernsthaft mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, verlassen sich viele auf die Gewohnheiten ihrer Eltern oder das Bauchgefühl. Doch das hat oft zur Folge, dass wichtige finanzielle Entscheidungen aufgeschoben werden. Ihnen wurde nie beigebracht, wie entscheidend es ist, frühzeitig in die richtigen finanziellen Instrumente zu investieren. Niemand hat Ihnen geholfen, ein rationales Verständnis für Risiken zu entwickeln. Und es hat Ihnen auch niemand gezeigt, wie einfach und sicher es sein kann, in Aktien zu investieren. In diesem Hörbuch räumen wir mit diesen Missverständnissen auf. Es richtet sich in erster Linie an junge Menschen und Neulinge an der Börse, aber auch an diejenigen, die sich aus Angst bisher nicht getraut haben, ihr Geld zu investieren. Du wirst lernen, wie du rationalere finanzielle Entscheidungen triffst und dich nicht von Ängsten leiten lässt. Wir werden falsche Vorstellungen über Risiken beseitigen und dir konkret zeigen, wie du ein solides Portfolio aufbaust. Zusätzlich wirst du erfahren, warum es so wichtig ist, Geduld zu haben, wieso die Börse eine bessere Wahl als ein Casino ist und warum Geiz nicht immer klug und Verschwendung keine Lösung ist. Begleite uns auf dieser Reise zu einem besseren finanziellen Verständnis und einem klügeren Umgang mit deinem Geld. Wir freuen uns darauf, dir auf deinem Weg zu mehr finanzieller Sicherheit und Freiheit zu helfen. Kernaussage 1: Geld und Gefühle, kein gutes Team. Geld und Emotionen sind keine guten Partner. Oftmals lassen wir uns von negativen Erfahrungen leiten, anstatt rationale Entscheidungen zu treffen. Ein Beispiel hierfür ist Mario Lochner, der jedes Mal schlechte Laune bekommt, wenn er an die Deutsche Bahn denkt. Doch bei genauerer Betrachtung stellt er fest, dass die meisten seiner Bahnfahrten sicher und schnell verliefen, trotz gelegentlicher negativer Erlebnisse. Diese Tendenz, negative Emotionen stärker zu gewichten, ist in uns allen verankert und hat in der Steinzeit unser Überleben gesichert. Heute kann sie jedoch dazu führen, dass wir vorsichtiger handeln, als es vernünftig wäre. Dieser Effekt ist auch in finanziellen Angelegenheiten spürbar. Eine Studie von Ulrike Malmendier und Stefan Nagel zeigt, dass Menschen, die den Börsencrash von 1929 und die Große Depression miterlebt haben, seltener in Aktien investieren, da ihr Bauchgefühl sie davon abrät. Es ist möglich, dass auch du oder Menschen in deinem Umfeld bereits negative Erfahrungen im Umgang mit Geld gemacht haben, die dein Verhalten beeinflussen. Dabei sind Krisen und Marktabstürze in der Finanzwelt eher die Ausnahme. In Wirklichkeit verläuft der Aktienmarkt in etwa 95% der Zeit stabil und positiv. Nur etwa 5% der Zeit erlebt er Stressphasen, in denen es zu Schwankungen oder Rückgängen kommt. Kurz gesagt, wenn du dich von negativen Gefühlen in finanziellen Angelegenheiten leiten lässt, verpasst du die Chance auf kontinuierliches Wachstum am Markt. Trotz gelegentlicher Rückschläge hat sich der Kapitalmarkt in den letzten 100 Jahren immer wieder erholt und ist langfristig betrachtet stetig gewachsen. Kernaussage 2: Lebst du nur oder investierst du schon? Es ist erstaunlich, wie viele Menschen ohne einen finanziellen Überblick durch das Leben gehen. Sie leben im Hier und Jetzt, ohne an Rücklagen zu denken, bis es plötzlich zu spät ist. In Krisensituationen wie Jobverlust oder Krankheit fehlt es dann plötzlich an finanzieller Sicherheit. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die wie Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte leben. Sie erkennen erst am Ende ihres Lebens, dass Geiz keinen Sinn hatte und sie das eigentliche Leben verpasst haben. Einige von ihnen investieren ihr Geld jedoch nicht und lassen es auf der Bank verstauben. Wer sein Geld weder für den Lebensunterhalt nutzt noch investiert, bestraft sich letztendlich selbst. All diese Verhaltensweisen sind irrational und werden von Ängsten und Schwächen gesteuert, wodurch die finanzielle Balance fehlt. Eine praktische Lösung für dieses Problem ist die Verteilung des Einkommens auf verschiedene Konten, wie das Vier-Konten-System. Dabei fließen 50 bis 60% des Einkommens auf das erste Konto, von dem der Lebensunterhalt, einschließlich Miete, Lebensmittel und Versicherungen bezahlt wird.
Das zweite Konto dient als Investitionskonto und erhält 20-30% des Einkommens. Das dritte Konto, das sogenannte Fuck You-Konto, erhält 5-10% des Einkommens und dient dazu, unerwartete Ausgaben wie die Reparatur einer Waschmaschine zu decken. Das vierte Konto, das Konsumkonto, erhält 10-15% des Einkommens und ermöglicht Ausgaben für Restaurants, Shopping und persönliche Entwicklung, einschließlich Büchern und Bildungsanwendungen. Das Vier-Konten-System hilft dabei, eine Balance zwischen Sparsamkeit und Ausgaben zu finden und finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. Übrigens, im Zusammenhang mit Balance, hast du schon von Frugalismus gehört? Die Idee ist, in jungen Jahren zu sparen, um später im Leben die Freiheit zu genießen. Aber sei vorsichtig, eine strikte Trennung zwischen Arbeiten und Faulenzen schafft keine echte Balance. Kernaussage 3. Vernünftig zocken, geht das? Viele Menschen ziehen gerne einen Vergleich zwischen der Börse und einem Casino. Investoren und Fondsmanager werden oft als Zocker betrachtet. Doch dieser Vergleich hinkt erheblich, denn es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen der Börse und einem Casino. Im Casino lassen sich Risiken mathematisch präzise berechnen. Ob es sich um Blackjack oder Roulette handelt, die Gewinnchancen können genau ermittelt werden, und sie sind in der Regel sehr gering. Hier haben wir es mit klar definierten Risiken zu tun. An der Börse hingegen sind die Risiken nicht exakt vorhersehbar, da zu viele unbekannte Variablen im Spiel sind. Ereignisse wie der 11. September oder die Corona-Pandemie führten zu Börsencrashs, die zwar kurzfristig waren, aber dennoch niemand vorhersehen konnte. Solche Ereignisse werden als schwarze Schwäne bezeichnet, unbekannte Unbekannte. Für uns bedeutet das, um an der Börse kluge Entscheidungen zu treffen, reicht die reine Mathematik allein nicht aus. Die Börse könnte nur dann genau berechnet werden, wenn wir über sämtliche Informationen verfügten. Doch das ist nicht der Fall, da zukünftige Ereignisse nicht aufgrund von Vergangenheitsdaten vorhergesagt werden können. Es gibt jedoch Modelle, wie die Kapitalmarktlinie, mit denen sich Risiken an der Börse trotz dieser Unsicherheiten darstellen lassen. Diese Linie gibt Aufschluss darüber, wie viel Rendite bei welchem Risiko von einer Anlage zu erwarten ist. Beispielsweise zeigt sie, dass Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 5 Jahren ein geringes Risiko aufweisen, da Staaten in der Regel zahlungsfähig bleiben. Allerdings bieten sie auch nur eine geringe Rendite von etwa 2%. Im Gegensatz dazu haben Aktien auf der Linie eine durchschnittliche Renditeerwartung von etwa 7%. Die entscheidende Frage lautet daher: Lohnt sich das höhere Risiko für 5% mehr Rendite? Die einfache Antwort lautet ja. Tatsächlich erzielt man in der Regel mit Aktien eine höhere Rendite, als das Risiko vermuten lässt. Der höhere Gewinn kompensiert somit das höhere Verlustrisiko, ein Phänomen, das als Equity Premium Puzzle bekannt ist. Zusammengefasst: Die Bewegungen am Aktienmarkt lassen sich nicht vorhersagen. Daher sollte man sich an der Kapitalmarktlinie orientieren, die das Verhältnis von Risiko zu Rendite zeigt. Aktien schneiden hier besser ab, als das Risiko vermuten lässt. Dennoch ist Vorsicht geboten. Das bedeutet nicht, dass man immer riskantere Investitionen tätigen sollte, um mehr Rendite zu erzielen. Kernaussage 4: Kauf den ganzen Markt. Grundsätzlich haben alle an der Börse dasselbe Ziel, den Markt zu schlagen. Aber bisher schafft das niemand, selbst die großen Fondsmanager nicht. Warum das so ist, lässt sich nicht genau sagen. Wenn es möglich wäre, den Markt zu schlagen, würden einige dies zweifellos tun. Aber die Börse ist ein komplexes System mit vielen unbekannten Variablen. Mit anderen Worten, wir wissen, dass wir nichts wissen. Aber hier kommt die Lösung: Exchange-Traded Funds, kurz ETFs. ETFs bilden den Index einer bestimmten Börse ab und werden daher auch als Indexfonds bezeichnet. Mit ETFs gibt es keine Ausrede mehr, nicht zu investieren. Wenn du beispielsweise in einen DAX-ETF investierst, investierst du in alle Unternehmen des DAX. Oder du kannst in den MSCI World ETF investieren, der den gesamten Weltaktienmarkt abbildet. Damit investierst du in über 1600 Unternehmen weltweit. ETFs ermöglichen es dir, vom stetigen Wachstum der Märkte zu profitieren. Und das Beste daran ist, dass es einfach ist. Du musst nur einen Sparplan einrichten, der dein Geld automatisch vermehrt. Es gibt zwei unschlagbare Gründe für ETFs. Erstens: Während es schwer ist, die Kursentwicklung einzelner Aktien vorherzusagen, bleibt die Gesamtentwicklung des Marktes im Laufe der Zeit konstant.
Indem du in verschiedene ETFs investierst, nutzt du dieses konstante Wachstum. Das ist der erste Grund. Zweitens, ETFs helfen dir, die Risiken von Einzelunternehmen oder Branchen zu umgehen. Wenn du in breit gestreute ETFs investierst, profitierst du langfristig von den erfolgreichsten Unternehmen der Welt, unabhängig von ihrer Branche. Wenn beispielsweise die Technologiebranche zeitweise schlecht performt, wird sie in einem ETF weniger stark gewichtet. Das bedeutet, ETFs bilden die Gesamtentwicklung des Marktes ab und ermöglichen es dir, dein Risiko zu minimieren und vom kontinuierlichen Wachstum des Marktes zu profitieren. Aber Vorsicht, das bedeutet nicht, dass du alles in ETFs investieren sollst. Warum du Einzelaktien nicht vollständig vernachlässigen solltest, werden wir im nächsten Abschnitt erklären. Kernaussage 5. ETFs für die Verteidigung, Satelliten für den Angriff. Wir haben bereits festgestellt, dass selbst die besten Fondsmanager in der Regel den Markt nicht schlagen können. Und doch empfehlen wir, einen Teil deines Geldes in Einzelaktien zu investieren. Warum? Es gibt zwei gute Gründe dafür. Erstens, wenn du dein gesamtes Budget in ETFs investierst, verpasst du die Gelegenheit, mehr über den Aktienmarkt zu lernen. Es ist unwahrscheinlich, dass du die Top-Aktie der nächsten Jahrzehnte entdeckst. Und selbst wenn du es tust, wäre es schwer, sie bei allen Höhen und Tiefen zu halten. Denke nur daran, wie schwer es gewesen wäre, vor 25 Jahren 1000 Euro in Amazon oder Apple zu investieren und ruhig zu bleiben, während die Aktien in dieser Zeit viele Höhen und Tiefen durchgemacht haben. Aber in diesem Prozess hättest du viel über Aktien, Hypezyklen und verschiedene Unternehmen gelernt. Zweitens, es kann rational sein, systematisch auf Risiko zu setzen. Wenn nur eines von 10 vielversprechenden Unternehmen enormen Erfolg hat, kannst du immer noch hohe Renditen erzielen, selbst wenn die anderen 9 scheitern. Investieren in Einzelaktien kann also eine Art rationales Glücksspiel sein. Natürlich funktioniert dieses systematische Risiko nur, wenn der Großteil deines Portfolios sicher angelegt ist. Ein Vorschlag für diese Aufteilung könnte sein, etwa 70% in ETFs zu investieren, die den Kern deines Investments darstellen und für geringes Risiko und zuverlässige Renditen sorgen. Die restlichen 30% könnten in sogenannte Satelliten investiert werden, die den ETF-Kern ergänzen. Eine mögliche Satellitenverteilung könnte sein: 10% in sichere Qualitätsaktien, 10% in riskante Zukunftsaktien, 10% in Edelmetalle wie Gold und Platin sowie Kryptowährungen. Der Kern deines Portfolios dient als sichere Verteidigung, während die Satelliten als potenzielle Wachstumstreiber dienen. Mit etwas Geschick und Glück kannst du so zusätzliche Renditen erzielen. Zusammengefasst, der Handel mit Einzelaktien kann dir viel über den Markt beibringen, sollte jedoch nur einen Teil deines Portfolios ausmachen, während ETFs den Kern bilden. Es ist auch wichtig, deine ETFs zu diversifizieren, da einige ETFs möglicherweise einem Klumpenrisiko ausgesetzt sind. Zum Beispiel könnte der MSCI World Index Anfang 2021 zu mehr als der Hälfte aus US-amerikanischen Unternehmen bestehen. Daher ist eine Streuung der ETFs ratsam. Kernaussage 6. Der langsame Schneeball. Lassen uns mit einer kleinen Rechenaufgabe beginnen. Angenommen, du erhältst heute einen Cent geschenkt, der sich täglich verdoppelt, und das für die nächsten 30 Tage. Wie viel Geld würdest du am Ende haben? Überraschend, oder? In nur einem Monat würdest du über 5 Millionen Euro besitzen. Es fällt uns oft schwer, exponentiell zu denken. Das betrifft nicht nur das Verständnis für die Entwicklung von Bevölkerungen oder die Verbreitung von Krankheiten wie das Coronavirus, sondern auch das Verständnis für Zinsen. Nehmen wir an, du verfügst über 1000 Euro. Jemand schlägt vor, sie in einen Indexfonds mit durchschnittlich 5,6% Rendite zu investieren. Du rechnest und kommst auf eine Rendite von 56 Euro im Jahr. Du könntest denken, dass sich der Aufwand nicht lohnt. Aber erinnere dich an das Cent-Beispiel. Lerne, exponentiell zu denken. Die Zeit ist der stärkste Hebel, wenn es um Geld geht. Jeder Tag, den du heute nicht investierst, kostet dich in 30 oder 40 Jahren ein Vielfaches dessen, was er heute kostet. Möchtest du deinem zukünftigen Selbst die Chance auf ein wohlhabendes und entspanntes Leben verwehren? Dies ist ein wichtiger Punkt, den viele junge Menschen nicht über Geld lernen. Ein kleiner Schneeball kann im Laufe deines Anlegerlebens zu einer Lawine werden. Jetzt weißt du es. Konkret bedeutet das, so viel Geld wie möglich für Investitionen beiseite zu legen. Wie kannst du das tun? Du wirst nicht ums Sparen herumkommen. Aber erinnere dich an das Vier-Konten-System.
Wenn du es schaffst, monatlich 30% deines Einkommens anstelle von 25% auf das Investitionskonto zu legen, wird das in 10 Jahren einen großen Unterschied machen. Es gibt viele Bereiche, in denen du sparen kannst, und es kann sogar Spaß machen, kreativ zu werden. Aber um den Zeitfaktor wirklich zu nutzen, benötigst du vor allem Geduld. Du musst lernen, langsam zu sein. Während deine risikoreicheren Satelliteninvestitionen eher auf kurz- und mittelfristige Gewinne ausgerichtet sind, wirst du langfristig nur dann reich werden, wenn der Großteil deines Portfolios in breit gestreuten Indexfonds verbleibt. Zusammengefasst: Zeit ist der entscheidende Faktor beim Investieren. Deshalb solltest du früh mit dem Sparen und Investieren beginnen und diese Investitionen langfristig halten. Verluste treten nur dann auf, wenn du deine Aktien in einer Krise verkaufst. Besser ist es, genau dann zuzukaufen. Kernaussage 7: Wieso du gegenüber den Profis im Vorteil bist. Es gibt einige, die behaupten, dass die nächste Krise immer bereits im Anmarsch sei, die sogenannten Crash-Propheten. Wenn du dich auf sie verlässt, investierst du passiv und verpasst die im Durchschnitt deutlich höheren Renditen aus Aktien und ETFs. Rationales Investieren bedeutet, zu akzeptieren, dass es immer wieder kurzfristige Verluste durch Krisen gibt, auch bei ETFs. Was die Gurus dir nicht verraten: Selbst wenn du die nächste Krise nicht vorhersiehst und dein Geld einfach in einem ETF belässt, passiert grundsätzlich nichts Schlimmes. Wer sein Geld Ende 2019 in einen DAX-ETF investiert und im März 2020 während der Corona-Krise wieder herausgenommen hat, musste Verluste hinnehmen. Hätte er jedoch einfach nichts getan und auf das stetige Marktwachstum vertraut, hätte er nicht nur keine Verluste gemacht, sondern auch etwa 5% Rendite erzielt. In der Corona-Krise gerieten selbst solide Unternehmen kurzzeitig in Schwierigkeiten. Fonds müssen bestimmte Vorschriften einhalten, was dazu führt, dass sie auch gute Unternehmen verkaufen müssen, die sich nach der Krise definitiv erholen werden, oft aufgrund von Liquiditätsproblemen. Die Profis müssen in der Krise also zyklisch investieren, und das kann bedeuten, dass sie sich wie Börsenanfänger verhalten, die ihren Emotionen folgen. Als Privatanleger hast du einen Vorteil gegenüber den Profis. Du musst keine Risikobudgets beachten und kannst zuschlagen, wenn es sich lohnt. Betrachte die Krise einfach als eine Art Schnäppchenverkauf, bei dem du solide Aktien unter Wert erwerben kannst. Um dies zu tun, benötigst du eine Investitionsreserve, also Geld, das du sofort in Aktien investieren kannst. Dein Investitionskonto sollte niemals leer sein, sondern immer einen kleineren Anteil liquider Mittel, beispielsweise 10%, enthalten. In der Krise gehst du pyramidal vor. Je weiter der Index fällt, desto mehr investierst du. Angenommen, du hast eine Investitionsreserve von 1000 Euro. Wenn der Index zuerst um 10% fällt, investierst du 100 Euro. Wenn er dann um weitere 20% fällt, investierst du weitere 200 Euro. Das bedeutet, du handelst rational in der Krise, indem du gegen den Trend investierst. Je tiefer der Kurs fällt, desto mehr Geld steckst du ein. Zusammengefasst: Du kannst rational in Krisenzeiten handeln und von günstigen Kaufgelegenheiten profitieren, während du von deinem langfristigen Investment in breit gestreuten Indexfonds profitierst. Zusammenfassung zum Buch: Warum hat mir das niemand früher über Geld verraten? Von Mario Lochner. Die wichtigste Lektion, die wir aus diesen Kernaussagen ziehen können, ist die Notwendigkeit, unsere Emotionen in Bezug auf Geld im Griff zu haben. Wir haben gelernt, dass es entscheidend ist, Zeit als einen Hebel zu nutzen und frühzeitig zu investieren. Dabei ist es hilfreich, das Einkommen auf verschiedene Konten zu verteilen, um ein ausgewogenes finanzielles Leben zu führen, ohne in übermäßigen Geiz zu verfallen. ETFs stellen eine einfache und rationale Lösung dar, um die emotionalen Herausforderungen im Umgang mit Geld zu bewältigen. Allerdings sollten wir nicht unser gesamtes Vermögen in sie investieren, sondern uns auch im Stockpicking versuchen, indem wir in einzelne Aktien investieren. Dadurch können wir langfristig denken und wie Unternehmer handeln. Indem wir ETFs als Kern verwenden, bauen wir langfristig ein stabiles Vermögen auf, während wir mit chancenreichen Satelliten unsere Rendite optimieren. Dabei ist es entscheidend, immer Ruhe zu bewahren, denn die Zeit ist der wichtigste Faktor in dieser Gleichung. Lassen wir also die Zeit für uns arbeiten. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen.
Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!